Hallo liebe Freunde, danke für eure vielfältigen Reaktionen auf meinen letzten Tachlistalk, vor allen Dingen für die persönlichen Nachrichten und Anregungen, welche Themen euch beschäftigen. Ein Thema, was dabei ganz häufig genannt worden ist, ist die Medienberichterstattung. Und da gab es auch in der vergangenen Woche, dank Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau mal wieder, einige Artikel, die doch sehr auffällig waren. Auffällig insofern, als dass immer wieder die Frage aufkommt, welche Experten oder sogenannte Experten denn von den Medien hinzugezogen werden, zu Wort kommen, welche Fakten oder Informationen von den Medien übermittelt werden, welche weggelassen werden oder welche unter ferner Liefen versteckt werden. Wir alle kennen die Schlagzeilen: Palästinenser von Israelis erschossen, Jugendlicher erschossen, Israelis töten 16-jährigen Jungen. Ja, wir alle kennen diese Schlagzeilen, und was wir aber oft nicht in den Hauptschlagzeilen und Überschriften zu lesen bekommen, ist die gesamte Geschichte, die man doch zumeist hinterfragen muss. Persönlich gehe ich davon aus, dass die israelische Armee eine der moralischsten Armeen der Welt ist, mit höchsten Ansprüchen und bei Fehlverhalten, die geahndet werden und so weiter. Israel greift, Israel sucht Frieden. Israelis wollen Frieden, egal welche Regierung an der Macht ist. Israel greift niemanden einfach so an. Allerdings reagiert Israel auf Angriffe und Terroranschläge, um die eigene Bevölkerung zu verteidigen, was völlig legitim ist. Und selbstverständlich reagiert man in diesem Rahmen auch auf Raketenbeschuss und so weiter. Aber diese Information erfahren wir oft in der Berichterstattung nicht. In der Berichterstattung lesen wir dann nur, Israel greift an, Israel tut dies, Israel tut das. Wenn wir Glück haben, liest man in der zweiten Überschrift zumindest, dass es einen vorangegangenen Angriff gab, einen vorangegangenen Raketenbeschuss, und dass Israel eben dann reagiert hat. Oftmals wird aber auch dann noch behauptet, laut israelischen Militärangaben soll es mutmaßlich bla 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 stattgefunden haben. Also eine Relativierung der eigentlichen Fakten, obwohl zumeist schon längst klar ist, dass was geschehen ist, ein Terrorangriff oder Raketenangriff oder so etwas war. Oftmals hat sich sogar die Hamas oder Fatah oder PFLP schon zu einem Anschlag bekannt. Autos fahren nicht ohne einen terroristischen Anführer in Menschenmengen. Schüsse fallen nicht aus dem Nirgendwo. Es sind nicht Marsmenschen, die Israelis angreifen auf der Straße. Es sind nicht Messer, die von alleine losgehen und Menschen niedermetzeln. Es sind Terroristen, die Waffen bedienen und auf Israelis losziehen. Und das ist eine Information, die wir gerne in den Hauptschlagzeilen finden würden. Nicht im Kleingedruckten, in der Überschrift oder erst recht nicht unter ferner Liefen. Die Agenturen liefern diese Meldungen oftmals an die Medien, an Redaktionen, die vor Ort nicht unbedingt Korrespondenten haben. Das ist richtig. Und natürlich überlegen die Menschen in den Redaktionen sich, wie kann man etwas möglichst schlagkräftig darstellen? Und dann werden irgendwelche reißerischen Headlines drüber gesetzt. Wir würden uns wünschen, und dafür kämpfen wir und setzen wir uns mit Honestly Concerned seit vielen Jahren ein, dass die Schlagzeilen dann endlich sich bitte auf den Terrorismus beziehen und nicht auf die Nebenschauplätze, auf die Verteidigungsmaßnahmen. Es ist völlig legitim für jedes Land der Welt, sich zu verteidigen. Es passieren im Rahmen von Verteidigung manchmal auch Fehler. Aber viel wichtiger wäre es doch endlich mal zu benennen, woher der Terrorismus kommt, wer die Terroristen sind. Und wenn zum Kuckuck nochmal 16-jährige Kinder, 15-jährige, 14-jährige losziehen, um andere Menschen zu ermorden, in dem Fall Israelis, dann ist es endlich an der Zeit zu hinterfragen, was diesen Terrorismus antreibt. Woher kommt er? Was ist das für eine Hetze, die in den Schulbüchern in den Palästinensischen stattfindet? Was genau wird in den palästinensischen Moscheen teilweise gepredigt? Wie stehen die palästinensische Autonomiebehörde? Was tut sie, um diesen Terrorismus anzutreiben? Was lehrt man in den Kindergärten? Was werden dort für Stücke gespielt? Was wird in den Schulen gelehrt? Was feiert man an palästinensischen Universitäten bei Graduationsfeiern, bei Abschlussfeiern?
Warum werden dort Märtyrer geheiligt und gepriesen? Warum werden Gehälter an Terroristen bezahlt? Warum werden sogenannte Märtyrerrenten bezahlt? Was erregt einen so generationstief sitzenden Hass in Menschen? Warum werden in den palästinensischen Medien Mütter gezeigt, die lobpreisen, dass ihre Kinder zu Märtyrern geworden sind und sich wünschen, dass ihre anderen Kinder zu Märtyrern werden? Das ist nicht normal. Dieser Todeskult ist nicht normal. Diesen gilt es endlich zu hinterfragen. Den gilt es auch für unsere Medien zu hinterfragen und vor allen Dingen auch für unsere Politiker, die für diese Schulbücher, die dort an UNRWA-Schulen und dergleichen benutzt werden, gezeigt werden. Gerade eben erst ist wieder ein Bericht gekommen über die Aussagen von einiger der UNRWA-Schulen an von international finanzierten Schulen, was dort stattfindet, was diese sogenannten Lehrer von sich geben. Das gilt es zu thematisieren. Es gilt klar und deutlich, nicht Verteidigungsmaßnahmen der israelischen Armee zu verurteilen, sondern zum Kuckuck nochmal diejenigen, die den Hass und Terror auf den Weg bringen, diejenigen zu verurteilen, die palästinensische Kinder missbrauchen, sie zu Kindersoldaten ausbilden, die Sommerlager ausrichten, in denen Kindersoldaten herangezüchtet werden. Das gilt es zu thematisieren und zu verurteilen, und zwar in aller Schärfe. So, jetzt aber nochmal zurück zu den Medien. Warum unsere Medien prinzipiell meinen, dass man dieses David-Goliath-Bild porträtieren muss, wo Israel der angeblich große Goliath ist, der die Palästinenser unterdrückt, während von anderer Seite her Israel diejenigen sind, die Frieden suchen, die auch zeigen, dass man Frieden mit seinen Nachbarn und so weiter schließen kann. Dieses Bild muss sich ändern. Genauso gilt es zu hinterfragen, wer die sogenannten Experten sind, die da ständig zu Wort kommen. Wenn man meint, die Hamas als sichere Quelle zitieren zu können, warum kann man nicht wenigstens von israelischer Seite dann auch jemanden zu Wort kommen lassen, der nicht gerade aus einem extremen Lager von links oder rechts kommt? Es gibt genug Mainstream-Organisationen und auch von israelischer Seite offizielle Institutionen, Ministerien, die man doch bitte dann auch zu Wort kommen lassen muss, um darzustellen, was sich wie, wo, wann ereignet hat. Die Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau, Korrespondentin Maria Stärkel vor allen Dingen, sind Meister darin, über die sogenannte Unterdrückung der Palästinenser zu schreiben und zu berichten. Sie sind Meister darin, ausschließlich links außen liegende Israelis zu Wort kommen zu lassen, während man, gerade Frau Stärkel hat gerade einen wunderbaren Bericht über Gaza verfasst, über das Leben, über die Menschen, die versuchen, sich selber zu versorgen und so weiter, aber die böse Blockade der Israelis. Und das ist ja alles völlig unmöglich macht. In dem ganzen Artikel, der ellenlang war, kam das Wort Hamas zweimal vor. Einmal, dass die Hamas besteuern würde, ihre Menschen, und unter ferner liefen, kam dann kurz vor Ende einmal die Erwähnung Terrororganisation Hamas. Um Gottes Willen, warum gibt es eine Blockade in Gaza? Ganz allein deshalb, weil die Hamas eine Terrororganisation ist, die eigene Bevölkerung unterdrückt, die Menschen quält, die radikal fundamentalistisch ist und Israels Existenz vernichten will, auslöschen will, ausradieren will, die alle Hilfsgüter dazu benutzt, um neue Terrortunnel zu bauen, neue Waffen zu kaufen und einziges Ziel hat, die Welt im Nahen Osten in einen ewigen Kampf zu verwickeln. Das ist leider die traurige Wahrheit und über diese Wahrheit traut man sich nur nicht zu sprechen. Denn wenn Korrespondenten heute noch nach Gaza wollen und Kontakte dort haben wollen, dann bloß nicht, indem sie die Hamas kritisieren. Die Aufgabe von Medien muss es trotzdem sein, über die einfache Schlagzeilenmache, über den Gedanken, dass man, um Schlagzeilen zu machen, Israel an den Pranger stellen muss, da muss man davon wegkommen. Man muss darüber hinauskommen. Ich habe Verständnis dafür, dass Zeitungen verkaufen müssen. Aber genauso können sie israelische Opfer zeigen, wenn die Hamas Raketen auf den Süden Israels abfeuert oder sonst wo auf Israel, werden Tausende von unschuldigen Menschen, Frauen, Kindern, Menschen allgemein
in Bunker gezwungen. Das psychische Leid dieser Menschen, mal ganz abgesehen von den Schäden, die teilweise durch die Raketen verursacht werden, ist enorm und unvorstellbar, auch wenn die Israelis bemerkenswert damit umgehen. Genauso, wenn die Hamas Raketen abschießen, landen ein gewisser Prozentsatz aller Raketen innerhalb von Gaza und zerstören dort Häuser. Und auch dort leiden einfache Zivilbevölkerung, einfache Menschen. Diese Menschen tun mir leid. Auch das muss thematisiert werden. Ich verurteile auch nicht palästinensische Kinder, die Israelis hassen. Es ist kein Wunder, wenn man dazu über Generationen hinweg dazu erzogen wird, zu hassen, anzugreifen und gesagt bekommt, dass die sind schlecht, wir sind die Guten, dann prägt sich das selbstverständlich in die Köpfe der Menschen ein. Aber es kann sich was ändern, es muss sich was ändern. Und das ist die Aufgabe all derer, die hier Einfluss ausüben können, vor allen Dingen auch Deutschland, mit den rund 340 und mehr Millionen Euro, die jedes Jahr in Richtung der palästinensischen Autonomiebehörde auf direktem und indirekten Wege gezahlt werden, dass dieses Geld dafür genutzt wird, hier was zu verändern. Es ist Aufgabe unserer Medien, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Und bitte die Opfer-Täter-Umkehr in dieser Form, wie sie hier ist, sein zu lassen. Israel ist nicht der Täter. Israel will Frieden. Und das gilt es für uns als Aktivisten weltweit einzufordern. Wir haben einen Standard, den wir von unseren Medien einfordern müssen. Und genau das tun wir. Das tun wir tagtäglich mit den Organisationen, die ich vertrete. Und das tun viele, viele Aktivisten von euch da draußen. Und das ist toll. In diesem Sinne, bitte schickt mir auch weiterhin Artikel oder Hinweise auf Fernsehsendungen oder sonst was, die ihr für problematisch haltet. Zusammen sind wir stark. Wir haben im Rahmen unserer Roger Waters-Proteste gezeigt, dass wenn wir geschlossen zusammen agieren, als Bündnisse und auch die Kraft von unseren internationalen Kontakten nutzen, um Druck auszuüben, dass man viel erreichen kann. Wir haben in Frankfurt eine Absage des Roger Waters Konzerts erreicht. In München arbeiten wir hart daran. In Köln, in Hamburg und in Berlin ebenfalls. Roger Waters versucht sich aktuell in Frankfurt einzuklagen und auch anderswo hat er sich eine Kanzlei genommen, die ihm sein Recht zu Auftritten verhelfen soll. Es gibt ein Recht für Künstler aufzutreten, selbstverständlich. Es gibt aber kein Recht, Meinungsfreiheit für Antisemitismus und Hass und Hetze und Verschwörungstheorien zu missbrauchen. Und in diesem Sinne vertrauen wir auf die Stadt Frankfurt und auf den Rechtsbeistand der Stadt, sowie auf uns alle und euch alle, sich hier weiterhin einzusetzen, sich gegen die Kunstfreiheit, die ein hohes Gut ist, und gegen die Meinungsfreiheit, die ein hohes Gut ist, dafür einzusetzen, diese zu verteidigen, aber für das Richtige, bitteschön. Nicht für Hass, Hetze und Antisemitismus und für Verschwörungstheorien, dafür gibt es keinen Raum. So, und ein letzter Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, hat zu tun mit der Antisemitismusdefinition und den alten Spruch Israel-Kritik. Wir wollen ja alle Kritik mundtot machen. Völliger Quatsch. Es wird in Israel gestritten, wie wir anhand der aktuellen politischen Situation sehen. Es wird hier im Ausland über Israel gestritten. Es wird kritisiert und so weiter. Man kann streiten, man kann diskutieren, man kann seine Meinung äußern. Völlig legitim. Aber in der Sekunde, wo man in Bezug auf den Staat Israel, den jüdischen Staat, Doppelstandards wie bei keinem anderen Staat anwendet, wo man delegitimiert, das Existenzrecht des Staates in Frage stellt, wo man dämonisiert und dieses Land anders behandelt, als man jeden anderen Staat der Welt behandelt. In dem Moment geht die Kritik in Antisemitismus über. Eine detaillierte Definition, die für mich alltäglich Grundlage ist in den Dingen, die ich kritisiere, ist die IHRA-Definition, International Holocaust Remembrance Alliance. Und ich möchte euch allen, die mit dieser Definition nicht vertraut sind, nahelegen, sich die Definition anzuschauen. So, genug für den heutigen Tachtestalk, der mal wieder viel länger geworden ist, als ich es mir gedacht hatte. Ich freue mich darauf, euer Feedback wieder zu hören und zu lesen, gerne auch in direkten Nachrichten. Liebe Grüße und bis bald. Und bitte, bitte, ein letzter Punkt, denkt an die Israel-Tage. Wir wollen dieses Jahr bundesweit möglichst viele Israel-Tage wieder sehen.
Bitte fangt jetzt mit der Organisation an. Danke und liebe Grüße.